Spannende Zeiten beim FC Augsburg. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach begrüßt der FCA Manuel Baum an der Trainerbank. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass der Verein das Vertrauen in mich setzt, jetzt hier als Trainer die nächsten Spiele zu begleiten. Mir ist jetzt nur wichtig, auch nochmal zu betonen, ich kenne die Mannschaft jetzt seit 2,5 Jahren, habe viele Spiele gesehen, sowohl live als auch im Video, war bei vielen Trainingseinheiten dabei, bin im ständigen Austausch mit der sportlichen Leitung hier, weiß um die Qualität der Mannschaft, muss mich also nicht irgendwo, muss mir nicht irgendwo einen Überblick im ersten Moment verschaffen, um zu sagen, in welche Richtung geht es. Mir ist aber ganz wichtig, jetzt auch hier nochmal zu betonen, dass wir uns ausschließlich mit dem Gladbach-Spiel beschäftigen, wir jetzt mit heißer Nadel an einem Plan stricken, wie wir eben am Wochenende hier Gladbach schlagen werden. Baum hat mit den beiden Borussias vor der Winterpause harte Brocken vor der Brust. Doch der FC Augsburg ist optimistisch, diese Mammutsaufgaben positiv bewältigen zu können. Es wird sicher ganz wichtig sein, dass die Mannschaft mit einer gemeinsamen Idee auf dem Platz steht, mit Begeisterung an die Aufgabe rangeht. Borussia Mönchengladbach, sicher kein einfaches Spiel, aber entscheidend wird sein, dass der Glaube bei uns innerhalb der Mannschaft da ist, was mitnehmen zu können. Da fragen wir doch mal konkret nach. Wie sieht es aus mit dem Glaube innerhalb der Mannschaft? Was ist gegen die Borussia zu holen? Wir als Mannschaft nehmen das wahr und wir haben die Aufgaben, uns jetzt vorzubereiten auf das Spiel am Samstag, was enorm wichtig für uns ist. Wir müssen jetzt auch nach vorne schauen und versuchen, sportlich die Punkte zu holen jetzt kurzfristig. Die Vergangenheit macht den Rot-Grün-Weißen Mut. In keinem der bisherigen 5 Heimspiele verlor der FCA gegen die Fohlen. Lass mal hoffen, dass es das 6. Mal auch so ist. Ja, ein paar Worte zu Gladbach. Starke Mannschaft, viel Qualität. Spielen bis jetzt nicht so eine gute Saison, aber habe unheimlich viel Qualität und da brauchen wir einen sehr guten Tag, sehr gute Leistung, um da zu bestehen. Das könnte zusätzlich motivieren. Im letzten Jahr feierte André Schubert gegen den FCA seinen perfekten Trainereinstand. In Gladbach gewannen die Fohlen 4:2. Es wird also Zeit für eine Revanche.